Während wir im ersten Teil die Geschichte und den Zugbetrieb auf der Frankenbahn Stuttgart-Würzburg behandelt haben, erfahrt ihr in diesem Film alles über die Bahnhöfe und die Orte zwischen Stuttgart und Bad Friedrichshall. Viel Spaß! Unsere Reise startet in der Landeshauptstadt Stuttgart. Die Stadt und der Hauptbahnhof wurden bereits in einer separaten Dokumentation auf dem Kanal Zug 2013 behandelt. Steigen wir nun in einen der bequemen N-Wagen ein und machen es uns gemütlich auf unserem ersten Teil der Reise von Stuttgart nach Bad Friedrichshall. Nachdem der Zug abgefertigt wurde, setzen wir uns langsam in Bewegung und verlassen den Hauptbahnhof der Schwabenmetropole. Neben der S-Bahn-Station Stuttgart Nord sind die Bauarbeiten für einen verlängerten S-Bahn-Tunnel wegen Stuttgart 21 im Gang. Nun geht es in den 680 Meter langen Pragtunnel. Nachdem wir ihn wieder verlassen haben, haben wir bereits Stuttgart-Feuerbach erreicht, wo die Firma Bosch ihren Hauptsitz hat. Vorbei an viel Industrie geht es nun durch Stuttgart-Zuffenhausen, wo die württembergische Schwarzwaldbahn nach Weilderstadt, welche von der Linie S6 befahren wird, abzweigt. Hinter Zuffenhausen zweigt nun die Schnellfahrstrecke nach Mannheim von unserer Strecke ab. Und nach einer Kurve geht es kerzengerade in die drittgrößte Stadt im Landkreis Ludwigsburg,
Kornwestheim mit seinen 33.000 Einwohnern. Vorbei geht es am Wüstenrot-Hauptsitz. Paralleleinfahrt mit einer S-Bahn in den Bahnhof Ludwigsburg. Ludwigsburg hat 92.000 Einwohner und liegt etwa 12 Kilometer nördlich von Stuttgart. Ludwigsburg ist geprägt durch den Barock, welcher bis heute in der Stadt erhalten ist und eine maßgebliche Rolle spielt. So ist das Residenzschloss nur eines von drei Schlössern in Ludwigsburg. Seinen Ursprung und sein Wachstum verdankt Ludwigsburg aber dem Residenzschloss, welches sich heute als einziges unzerstörtes Barockschloss in Europa rühmen kann. Das Jahr 1704 wird als Gründungsjahr von Ludwigsburg angesehen, in dem der damalige Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg ein Schloss plante. Durch andere Fürsten inspiriert, ließ er neben dem Bau des Schlosses auch eine Stadt gründen, das heutige Ludwigsburg. Der Bau des Schlosses Favorite folgte nur 9 Jahre später und das des Seeschloss Monrepo nur 50 Jahre später. 1926 wurde Ludwigsburg an das Stromnetz angeschlossen und im Stadtteil Hoheneck am Favoritepark ein Umspannwerk errichtet, was noch heute von großer Bedeutung für ganz Baden-Württemberg ist. Im Zweiten Weltkrieg wurde Ludwigsburg nur mäßig beschädigt, sodass das Residenzschloss im Jahr 2004 sein 300-jähriges Bestehen feiern konnte. Die Gärten des Herzogs im Residenzschloss werden als blühendes Barock bezeichnet. In ihnen befinden sich heute Vogelfolieren, eine Orangerie, Fahrgeschäfte wie Schiffsschaukeln aus alten Zeiten und der überregional bekannte Märchengarten, wo Geschichten der Gebrüder Grimm wie Hänsel und Gretel, Knüppel aus dem Sack oder Frau Holle dargestellt werden und im Park somit jährlich Besucherrekorde verschaffen. Auch eine kleine Parkeisenbahn und eine Bootstour als Rundkurs sind möglich. Im Sommer findet außerdem jährlich das Musikfeuerwerk im Park statt und im Herbst ist in ihm die weltgrößte Kürbisausstellung zu sehen. Sehenswert in Ludwigsburg ist auch der Marktplatz und die beiden Kirchen. Doch nun zurück zum Bahnhof, wo unser Zug schon wieder auf uns wartet. Die S5 fährt voraus. Wir verlassen nun die barocke Stadt und unterqueren nun die abzweigende S-Bahn-Strecke der S4 nach Backnang über Marbach. Nun können wir auf der linken Seite die Festung Hohenasperg erkennen, wo einst politisch Gefangene ihre Strafe absitzen mussten. We'll be right back.
17 Minuten seit Stuttgart erreichen wir Bietigheim-Bissingen. Zwischen den Jahren 2016 und 2017 wurde der Bahnhof Bietigheim-Bissingen modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Hier endet die S5 an den Gleisen 5 und 6. An Gleis 3 beginnt die S5 nach Karlsruhe und Wörth am Rhein, welche von der Albtal-Verkehrsgesellschaft betrieben wird. An Gleis 7 halten Regionalzüge nach Karlsruhe und Heidelberg. An Gleis 4 halten jene aus der Gegenrichtung. An Gleis 8 halten Regionalzüge aus Heilbronn und an Gleis 10 solche nach Heilbronn. Bietigheim-Bissingen hat knapp 43.000 Einwohner und ist vor allem für sein Eisenbahnviadukt über die Enz bekannt, wo auch heute noch Züge Richtung Vaihingen-Enz und Mühlacker fahren, welche nicht zur Frankenbahn gehört. Sowohl Bietigheim als auch Bissingen können bis ins Mittelalter zurückblicken seit ihrer Gründung. So befand sich nahe der heutigen Stadtkirche eine Burg. Bietigheim stand lange Jahre im Schatten der Stadt Ludwigsburg und hatte auch mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, aufgrund der Nähe eben zu Ludwigsburg. Wie Ludwigsburg blieb auch Bietigheim-Bissingen während des Zweiten Weltkrieges bis auf den Eisenbahnviadukt von weiteren Zerstörungen verschont. Im Jahre 1975 schloss sich die Stadt Bietigheim und die Gemeinde Bissingen zur großen Kreisstadt Bietigheim-Bissingen zusammen. Nach Verlassen des Bahnhofes Bietigheim-Bissingen zweigt nun die Bahnstrecke nach Vaihingen-Enz und Mühlacker ab. Nun fahren wir weiter mit einer Regionalbahn. Deshalb werden wir bis Heilbronn nun überall halten. Nun fahren wir entlang von Weinbergen und der Enz unserem nächsten Halt Besigheim entgegen. Besigheim besitzt einen Mittelbahnsteig und ist nicht barrierefrei ausgebaut. Die Stadt hat 12.000 Einwohner und ist seit 2005 staatlich anerkannter Erholungsort für gestresste Städter. Besigheim besitzt eine sehenswerte Altstadt unweit vom Bahnhof, welche am Fuße des Flusses Enz liegt und vom Neckar auf der anderen Seite umflossen wird, sodass es fast einer Wasserstadt gleicht. Hinter Besigheim mündet die Enz in den Neckar. Mit einer Schenkungsurkunde im Jahr 1153 wurde Besigheim offiziell gegründet durch Stauferkönig Friedrich Barbarossa, jenem König, der für sein rotes Haar und seinen Tod im Fluss Salef bekannt ist. Um 1200 erhielt Besigheim das Stadtrecht und eine Stadtmauer, welche bis heute erhalten ist. In der neueren Zeit erwähnenswert ist, dass der Urgroßvater von Barack Obama aus Deutschland stammte und in Besigheim geboren wurde und mit 21 Jahren dann nach Amerika emigrierte.
Auch wir wollen uns nicht dauerhaft in Besigheim niederlassen und fahren nun weiter. Entlang geht es nun parallel des Neckars und der Hessigheimer Felsengärten. Nach nur 1 Kilometer und 2 Minuten Fahrzeit ist nun Walheim erreicht. Walheim ist eine kleinere Gemeinde mit 3.100 Einwohnern und vor allem für seinen Weinanbau bekannt. Links und rechts der Gemeinde befinden sich eben Weinberge, wo bis heute Weine wie der Trollinger produziert werden. Erste Funde einer Siedlung bei Walheim stammen aus der Bronzezeit. Urkundlich erwähnt wurde Walheim 1071 nach Christus. Seitdem durchlebte der Ort ebenfalls viele spannende Perioden. Insbesondere zu Zeiten der Bauernbefreiung, wo Walheim mehr oder weniger von 7 Plagen heimgesucht wurde, wanderten viele Walheimer in die USA und auf den Balkan aus. Erst mit der Industrialisierung besserten sich die Lebensumstände. In Walheim gibt es seit 1991 ein Museum, in dem unter anderem Ausgrabungen einer römischen Siedlung aus dem 2. Jahrhundert nach Christus zu besichtigen sind. Der Verein Die Türme aus Walheim gelangte 1996 ins Guinness Buch der Rekorde mit dem höchsten freistehenden Lattenturm. Nun fahren wir wieder weiter. Nachdem wir Walheim verlassen haben, passieren wir kurz dahinter das Kernkraftwerk Neckar-Westheim, wo bis heute noch Strom produziert wird. Außerdem transportieren Hochleitungsmasten den Strom vom AKW ins Umschaltwerk Stuttgart-Zatzenhausen, wo auch Strom in Bahnstrom umgewandelt wird und so das Schienennetz in und um Stuttgart am Laufen gehalten wird. Nach weiteren engen Kurven entlang von Weinbergen erreichen wir nun unseren nächsten Halt, Kirchheim am Neckar. Kirchheim hat 5.600 Einwohner und wurde im Jahr 1004 nach Christus gegründet. Sehenswert in Kirchheim ist die Altstadt. Nach kurzer Stippvisite verlassen wir Kirchheim wieder und kürzen nun ein einziges Mal die Neckarschleife durch den 584 Meter langen Kirchheimer Tunnel ab. Nach einer langgezogenen Rechtskurve erreichen wir 4 Kilometer später Laufen am Neckar. Zwischen 1896 und 1986 begann in Laufen die Zabergäubahn, welche nach Leonbronn führte.
Pläne, die Strecke bis Zaberfeld zu reaktivieren und ins Heilbronner Straßenbahnnetz zu integrieren, scheiterten 2001 an finanziellen Mitteln. Laufen ist die Geburtsstadt von Friedrich Hölderlin und wird deshalb auch Hölderlinstadt bezeichnet. Außerdem befindet sich das zweitgrößte Weinanbaugebiet von Baden-Württemberg in Laufen am Neckar. Die 11.000 Einwohner starke Stadt wurde in der Jungsteinzeit gegründet, wie erste Funde belegen. Kelten, Römer und Alemannen hinterließen ihre Spuren in Laufen. Der Name der Stadt entstand nicht etwa wegen der großen Wanderfreudigkeit der damaligen Völker, sondern war der Begriff für Stromschnellen und Wasserfälle, welche der Neckar zur damaligen Zeit führte. Im 11. Jahrhundert entstand die Burg, welche heute das Rathaus der Gemeinde ist. Nun aber zu einem tragischen Ereignis, denn am 20. Juni 1959 kollidierte ein Bus mit einem Eilzug nach Würzburg aufgrund eines Fehlers eines Schrankenwärters. Es war bis dahin das schwerste Unglück nach dem Zweiten Weltkrieg mit 45 Toten und 27 Verletzten. Laufen besitzt heute zum Glück keinen Bahnübergang mehr, da die Trasse nun erhöht liegt und die Straße darunter führt. In Laufen wurde das erste Mal weltweit 1892 Wechselstrom vom 175 Kilometer entfernten Frankfurt am Main übertragen. Ausfahrt in Laufen. Dabei genießen wir den Ausblick auf Laufen, bevor sich der Zug in eine Rechtskurve neigt. Nach etwa 6 Kilometer erreichen wir den kleinen Bahnhof Nordheim, der direkt am Neckar liegt und als einziger noch einen Bahnübergang besitzt. Hier halten Regionalbahnen nur stündlich in beiden Richtungen. Zur Innenstadt ist ein Fußmarsch von etwa 10 Minuten nötig. Nordheim ist eine Gemeinde mit gut 8000 Einwohnern. Kurze Zeit später erreicht dann unser Zug das Heilbronner Stadtgebiet. Wo wir den Güterbahnhof passieren, und gleich danach den Kanalhafen überqueren.
Hier kreuzt auch die S4 aus Karlsruhe unsere Bahnstrecke, welche durch die Innenstadt fährt. Während unser Zug am Hauptbahnhof hält, den wir nun nach einer Fahrzeit von 37 Minuten seit Stuttgart erreichen. In Heilbronn Hauptbahnhof besteht Anschluss zur Hohenlohebahn nach Crailsheim über Schwäbisch Hall, welche am Hausbahnsteig von Gleis 1 startet und mit einem Desiro-Triebwagen der Baureihe 642 oder 628 betrieben wird. Ebenfalls besteht Anschluss zu den stündlich alternierenden RE-Linien 2 und 3 nach Mannheim, welche uns nun bis Bad Friedrichshall begleiten werden. Auf diesen Linien fährt die DB Regio mit Triebwagen der Baureihe 425. Am Bahnhofsvorplatz beginnen die S-Bahn-Linien S41 nach Mosbach-Neckar-Elz und S42 nach Sinsheim über Bad Rappenau und Grombach. Außerdem besteht Anschluss zur S4 nach Karlsruhe über Bretten und Bruchsal sowie in der Gegenrichtung nach Öhringen über Weinsberg. Während die Stadtbahnhaltestelle barrierefrei ist, kann man das vom Hauptbahnhof nun wirklich nicht behaupten. So sind die Bahnsteige bis heute lediglich 36 cm hoch, was für viele Fahrgäste ein Problem gerade bei Hocheinstieg-Doppelstockwagen darstellt. Das Problem soll erst kurz vor der Bundesgartenschau 2018 behoben werden. Der Bahnhof selbst besitzt ein Empfangsgebäude samt Halle, in der sich unter anderem ein DB-Reisezentrum und ein Bäcker befinden. Charakteristisch sind die Buntglasfenster am Abgang zu den Gleisen. Heilbronn besitzt außerdem eine große Abstellanlage für Regionalzüge. Heilbronn ist die siebtgrößte Stadt in Baden-Württemberg und mit rund 120.000 Einwohnern eine Großstadt. Auch Heilbronn ist als Weinanbaustadt bekannt, erlangte aber erst große Berühmtheit durch Heinrich Kleists Schauspiel Das Käthchen von Heilbronn. 741 wurde Heilbronn erstmals urkundlich erwähnt und deutete auf einen Brunnen oder eine Quelle hin. 1281 erlangte Heilbronn das Stadtrecht und 20 Jahre später wurde der bis heute bestehende Marktplatz samt Kilianskirche gebaut. Durch die Mühlen am Hafen und das Privileg, den Neckar zu nutzen und umzuleiten, wurde Heilbronn um 1300 als Klein-Venedig bezeichnet. 1371 wurde Heilbronn Reichsstadt und wurde 1770 der größte Umschlagplatz für Schlachtvieh. Durch einen Abzweig im Stromnetz erhielt Heilbronn 1892 als erste Stadt der Welt die Fernversorgung mit Strom. Auch die Industrialisierung schritt voran, sodass sich in Heilbronn der bekannte Suppentütenhersteller Knorr niederließ. Im Zweiten Weltkrieg wurde Heilbronn stark getroffen. Für den Bau der Stadtbahn in Heilbronn zwischen 1998 und 2005 wurde auch die Innenstadt zum Teil umgebaut. Nach dem Verlassen von Heilbronn Hauptbahnhof zweigt die Hohenlohebahn ab. Nun durchfahren wir den Haltepunkt Heilbronn-Sülmertor. Hier halten von Montag bis Freitag nahezu stündlich die Regionalbahnen bis Neckarsulm. Am Wochenende hält hier kaum ein Zug. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Station Technisches Schulzentrum für die Stadtbahn Heilbronn.
Nach kurzer Fahrzeit trifft die Straßenbahn auf unsere Strecke und begleitet uns nun bis zum nächsten Halt Neckarsulm. Vorbei geht es nun an viel Gewerbe und Industrie. In Neckarsulm enden ein Teil der Regionalbahnen aus Stuttgart Hauptbahnhof. Neckarsulm hat 25.000 Einwohner und ist größter Arbeitgeber und Jobmotor in der Region Heilbronn. Durch den Fahrzeughersteller Audi sowie den Lebensmittelriesen Lidl, welche beide einen Sitz in Neckarsulm haben. Der Bahnhof trennt Stadt- und Gewerbegebiet voneinander. Erstmals urkundlich erwähnt, wurde Neckarsulm 771 nach Christus. Im 13. Jahrhundert wurde das heute noch bestehende Stadtschloss gegründet, welches im Laufe der Geschichte Dreh- und Angelpunkt zahlreicher Entscheidungen der Stadt wurde. Sehenswert ist die Altstadt, welche sich etwas oberhalb des Bahnhofes befindet. Nun geht es weiter entlang von Industriegebiet. Nach kurzer Zeit durchfahren wir den Haltepunkt Bad Friedrichshall-Kochendorf. In der Nähe befindet sich ein Salzbergwerk, welches allerdings stillgelegt ist, aber von Mai bis Oktober von interessierten Besuchern besichtigt werden kann. Und schon haben wir unser Ziel in diesem Film, also den Bahnhof Bad Friedrichshall Hauptbahnhof, erreicht. Der Regionalexpress braucht bis hierhin von Stuttgart 47 Minuten und die Regionalbahn 55 Minuten. Bad Friedrichshall war jahrelang Grenzbahnhof zwischen Baden und Württemberg. Bis Dezember 2014 hieß der Bahnhof Bad Friedrichshall-Jagstfeld. An Gleis 3 und 4 halten die Regionalexpresszüge Würzburg-Stuttgart, die Regionalbahnen Osterburgen-Stuttgart, die Regionalexpresszüge Heilbronn-Mannheim über Mosbach und die S41 Mosbach-Heilbronn. Etwas abgetrennt davon, auf Gleis 10 und 11, halten die Regionalexpresszüge Heilbronn-Mannheim über Sinsheim und die S42 Sinsheim-Heilbronn. Zwischen den beiden Bahnsteigen werden Güterzüge abgestellt, welche mit einer Diesellok aus dem Audiwerk bis hierhin gezogen werden, wo dann eine E-Lok übernimmt. Bad Friedrichshall
entstand 1933 durch den Zusammenschluss der Gemeinden Kochendorf und Jagstfeld. 2 Jahre später kam auch noch Hagenbach hinzu. Heute zählt Bad Friedrichshall etwa 19.000 Einwohner. Der Name geht auf die Saline Friedrichshall am Bahnhof Kochendorf zurück, welche nach Friedrich I. benannt wurde. Das Bad rührt vom Solebad in Jagstfeld her. 817 wurde Kochendorf das erste Mal urkundlich erwähnt und um 1100 wurde die Wehrkirche, die Sebastianskirche, gebaut, welche das Dorf mitsamt Mauer umschloss. Um 1600 wurde das Greckenschloss errichtet, welches zusammen mit der Kirche das historische Stadtbild Kochendorfs prägt. Das Salzbergwerk spielte im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle bei der Einlagerung von Kunstwerken. Dies war nun der zweite Teil unserer Dokumentation über die Frankenbahn. Im dritten Teil geht dann die Reise weiter mit dem Regionalexpress von Bad Friedrichshall nach Würzburg. Wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen.